Lesen, Schreiben, Rechnen. Bildung ist das Tor zur Welt. Schule soll unsere Kinder vorbereiten auf den Beruf, die Zukunft, das Leben. Doch immer mehr Kindern vergeht das Lachen. Es war auch dieser große Leistungsdruck. Zum Beispiel abends hatte ich wirklich jeden Abend richtig Magenschmerzen. Experten schlagen Alarm. Das Ausmaß an Sorgen um Schule und um Leistung ist so groß, dass wir tatsächlich nur feststellen können, es läuft etwas dramatisch schief mit unseren Kindern. Die schlechten Ergebnisse des ersten PISA-Tests von 2001 haben Schulen und Politik erschüttert und den Druck verstärkt. Seit PISA steht im Mittelpunkt im Grunde genommen die Statistik, die Zahl und nicht das Kind. Nur das Ergebnis zählt. Lehrer berichten von geschönten Noten. Und dann wurde ganz direkt von mir verlangt, die gesamte Klausur in ihrer Bewertung zu ändern. Was steckt hinter PISA? PISA behandelt Schulen als Wirtschaftssystem, die im Wettbewerb stehen, wo es um Output und Messung dieses Outputs geht. Das hat mit Bildung, das hat mit Pädagogik und mit Erziehung nichts zu tun. Gestresste Kinder, frustrierte Lehrer, dafür etwas bessere Platzierungen bei Vergleichstests. Macht PISA unsere Schulen kaputt? Unsere Spurensuche beginnt in einer jugendpsychiatrischen Klinik. Montagmorgen. Die 18-jährige Lara muss lernen. Zusammen mit ihrer Zimmergenossin, die sie in der Klinik kennengelernt hat, übt sie Spanisch und Mathe. Also du musst praktisch das, was in der Klammer ist, erstmal ausrechnen, dann musst du die Wurzel ziehen. Jahrelang war Schule für beide Mädchen das große Sorgenthema. Die Diagnose Burnout, Schulangst. Nach vielen Wochen in der Klinik tasten sie sich nun langsam wieder an den Schulalltag ran, der sie psychisch krank gemacht hat. Ich hatte Schlafstörungen, das heißt irgendwie, dass ich um 4 Uhr erst eingeschlafen bin, weil ich auch so große Angst immer hatte und morgens dann auch immer geweint hat und dann meine Mutter angefleht habe, dass ich zu Hause bleiben darf. Und würdest du denn sagen, dass die Schule dich krank gemacht hat? In gewisser Weise schon, weil man halt irgendwie, also weil es halt so Leistungsdruck ist und man manchmal auch gar nicht weiß, wie soll man jetzt damit umgehen und wie kann ich das jetzt überhaupt schaffen, jetzt mit diesen Noten noch ein gutes Abi hinzukriegen. Durch diesen Druck habe ich mich halt selbst verletzt und das waren halt sehr tiefe Selbstverletzungen, die dann halt so, sag ich mal, lebensgefährlich so wurden. Und das war dann auch, glaube ich, der schlimmste Moment, Punkt, an dem ich dann auch wirklich gesagt habe, so geht das nicht weiter und ich kann nicht mehr. Auch Laras Freundin wurde krank. Sie will anonym bleiben. Beschreib doch mal diese Schulangst. Wie fühlt sich das an? Gleich nach dem Aufwachen war das wie ein Schlag, der so in den Körper geblitzt ist, dass ich nichts falsch machen darf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, zur Schule zu gehen, ist das eigentlich nur Angst. Nach vielen Wochen Therapie werden Lara und ihre Freundin bald aus der Klinik entlassen. Kinder und Jugendliche, die wie die beiden durch Leistungsdruck an den Rand der Erschöpfung getrieben werden, gibt es Tausende, erklärt uns der Klinikdirektor. Hier sind ja mehrere Jugendliche mit Diagnose Burnout. Wie kann denn so eine Diagnose schon in so jungen Jahren auftreten? Kinder erleben ja heute, dass wir komplett über Leistung definiert sind. Kinder wachsen mit Vätern auf, die viel arbeiten und unter großem Druck stehen. Und Kinder wachsen auf unter Lernbedingungen, unter denen es auch immer um mehr geht. Ich nenne das immer das Prinzip der durchdringenden Ökonomisierung oder etwas leichter ausgedrückt das Leistungsprinzip. Welche Rolle spielt denn die Schule dabei? Die Schule ist der Ort, in dem das sozusagen kumuliert, in dem das sozusagen zusammenfällt, all diese Prinzipien, die die Kinder aus dem Elternhaus schon gewohnt sind, weil natürlich auch die Schulen heute einem unglaublichen Druck ausgesetzt sind. Schulen werden gerankt, das heißt, sie werden miteinander verglichen und der Druck steigt dadurch immens. Und dann kommt noch hinzu, dass die Jugendlichen mir heute immer sagen, ein Abitur schlechter 1,5 ist nichts wert. Das heißt, die Kinder sind sich selbst so schlecht. Die Kinder sind so angepasst und wollen gerne uns sozusagen auch die Leistung bringen, die wir als Gesellschaft insgesamt von ihnen erwarten, dass sie bereit sind, in das Hamsterrad einzutreten.
Hat sich das denn in den vergangenen Jahren geändert oder war das schon immer so? Der große Druck ist entstanden in dem Moment, als PISA-Untersuchungen auf dem Tisch lagen und Lehrer sich mit Leistung in anderer Form und dem Vergleich auseinandersetzen mussten. Also 30% unserer Kinder leiden unter Schulstress und das Ausmaß an Sorgen um Schule und um Leistung ist so groß, dass wir tatsächlich nur feststellen können, es läuft etwas dramatisch schief mit unseren Kindern. Vielen Kindern fehlt in der Schule die Balance. Das zeigen gleich mehrere Studien. An einer großen Studie hat die Gesundheitsorganisation WHO mitgewirkt. Ergebnis: Jeder vierte Schüler in Deutschland fühlt sich durch schulische Anforderungen einigermaßen oder sehr stark belastet. Bei den 15-jährigen Mädchen sogar jedes dritte. Laut internationalem Vergleich von UNICEF ist Deutschland im Schlussfeld, wenn es um das allgemeine Wohlbefinden von Kindern geht. Selbst bei einer Sonderauswertung zu PISA ist Deutschland weit hinten bei der Frage nach glücklichen Schülern. Die Studien zeigen, der gefühlte Leistungsdruck ist groß. Immer wieder wird er in Zusammenhang gebracht mit dem PISA-Schock im Jahr 2001, als Deutschland in allen Testbereichen nur unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Es ist ein katastrophales Ergebnis. Durchgehend mangelhaft bis ungenügend sind die Zensuren, die der internationale Schulleistungstest den deutschen Schulen um die Ohren schlägt. Drei Leistungskategorien wurden getestet: Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften. Das Zeugnis, ein Horror für die deutsche Bildungspolitik. Die Ergebnisse zeigen, dass wir eine wirklich strategische Neuausrichtung der Bildungspolitik brauchen. Auf diesen PISA-Schock folgte ein riesiger Umbau des deutschen Schulsystems. Was ist damals passiert? Was läuft anders seit der PISA-Katastrophe von 2001? Das wollen wir uns auf Europas größter Bildungsmesse, der Didakta, erklären lassen. Wenn man sich in der Stuttgarter Messehalle umschaut, könnte man denken, man wäre auf einem Wirtschaftsforum. Begriffe aus der Ökonomie, allgegenwärtig. Wir treffen Ilke Hoffmann von der Lehrergewerkschaft GEW, Expertin in Sachen PISA und die Folgen. Was sind denn die wichtigsten Veränderungen, die nach dem PISA-Schock quasi durchgeführt wurden im deutschen Schulsystem? Nach dem PISA-Schock hat man zunächst einmal die gymnasiale Lernzeit verkürzt. Da ist das Stichwort G8 wichtig. Man hat die Lehrpläne, die Bildungspläne angepasst und auf Kompetenzorientierung umgestellt. Und die dritte Sache, das ist die, die uns vor allen Dingen umtreibt und auch unter den Nägeln brennt, das ist, dass man Vergleichsuntersuchungen eingeführt hat und den tiefen Glauben daran gewonnen hat, dass man durch ständige Vermessung die Qualität verbessert. Und das ist natürlich ein technokratischer Ansatz an Lernen allgemein. Das heißt, man lernt nur noch von Test zu Test? Das Gefühl kommt durchaus auf, wenn wir sehen, wie viel Leistungsüberprüfungen es gibt. Seit PISA wird Leistung also ständig vermessen, verglichen und gerankt. Es werden Tabellen erstellt wie in der Fußball-Bundesliga. Der PISA-Schock hat die Denkweise verändert, den Fokus gerichtet auf Vergleichstests, wie zum Beispiel Vera. Jährlich geschrieben von allen Dritt- und Achtklässlern. PISA, alle drei Jahre eine Stichprobe unter Neuntklässlern. So wie die Mathe-Studie TIMSS und die Lesestudie IGLU, die ausgewählte Viertklässler alle 4 bzw. 5 Jahre schreiben. In der Grund- und Mittelschule Mühlhausen in Bayern erleben wir, wie sehr diese Denkweise Schule verändert hat. Wir treffen die Schulleiterin Ursula Schroll. Kinder von Klasse 1 bis 10 lernen hier unter einem Dach. Viele sind von 7:15 bis 3:30 in der Schule. Unterricht, Essen, Freunde treffen, alles das findet in der Schule statt. Auch der gesellschaftliche Wandel hat Schule stark verändert. Immer häufiger sind beide Elternteile berufstätig. Neue Themen wie Integration und Inklusion erhöhen den Druck. Und das bei großem Personalmangel. So, das ist jetzt unsere 3. Klasse im Ganztag. Schauen wir mal rein. In wenigen Wochen kommen die Kinder in die 4. Klasse und da ist der Druck dann enorm. Da entscheidet dann im Grunde genommen jede Note und jede Probearbeit, die geschrieben wird, über die künftige Schullaufbahn. In der Zeit von September
bis Anfang Mai, dort gibt es das Übertrittszeugnis, müssen als Richtwerte 22 Probearbeiten geschrieben werden. Das heißt, Sie können sich ausrechnen, dass in jeder Woche 2 Probearbeiten fällig sind. Bei Neunjährigen. Und der Druck ist einfach riesig groß. Also so entspanntes Lernen gibt es eigentlich gar nicht mehr. So Lernen, weil es Spaß macht. Wenn dann mal eine Note 3, was ja wirklich keine schlechte Note ist, auf der Probe steht, dass es dann Tränen gibt, weil die Kinder Angst haben, sie schaffen den Übertritt nicht. Haben diese ganzen Entwicklungen, die Sie jetzt beschrieben haben, auch was mit PISA zu tun? Aber natürlich. Seit PISA messen wir, vergleichen wir und sehen, wo stehen wir im Vergleich mit anderen Ländern. Und da steht im Mittelpunkt im Grunde genommen die Statistik, die Zahl und nicht das Kind. Gedacht sind die Vergleichstests, um den Unterricht zu verbessern, Lehrern und Kindern Orientierung zu geben. Erreicht wird aber oft das Gegenteil. Lehrer geraten selbst unter Druck. Der Chef des Philologenverbands hat uns einen Lehrer vermittelt, der darunter leidet. Der Lehrer möchte anonym bleiben, daher treffen wir ihn bei uns in Mainz. Seit PISA müssen Noten und Quoten stimmen, egal wie, klagt er. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie ist denn Druck auf Sie ausgeübt worden? Nun ja, ich habe es in unregelmäßigen Abständen immer wieder erlebt, dass einem Bereichsleiter oder der Schulleitung das Ergebnis einer Klausur nicht gefiel. Und dann wurde ganz direkt von mir verlangt, ich sollte die gesamte Klausur in ihrer Bewertung ändern. Und das habe ich dann am Ende auch gemacht, weil mir deutlich gemacht wurde, dass mögliche weitere Beförderungen dann eben auch nicht stattgefunden hätten. Wie ist das denn, Herr Meidinger? Kommt das, was er jetzt erzählt hat, mit geschönten Noten häufiger vor oder ist das ein Einzelfall? Das ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Es gibt die klare Erwartung der Bildungspolitik. Eine gute Schule ist eine Schule, die geringe Sitzenbleiberquoten hat, in der es gute Noten gibt, in der die Abischnitte sehr gut sind. Und das ist natürlich dann auch sozusagen der Orientierungspunkt für die Schulleitungen selber, die sich danach richten. Das gibt es im ganz großen Stil. Also wir haben erlebt, dass in Hamburg vor einem halben Jahr die Probeklausur, die fürs Abitur Mathematik zählt, nachträglich um eine Note herausgesetzt wurde. Wir haben in Berlin eine Vervierzehnfachung der 1,0 Abiture in den letzten 10 Jahren gehabt. Und warum ist das so? Naja, also ich glaube, die Bildungspolitik hat aus PISA die falschen Schlüsse gezogen. Man hat keinen Leistungswettlauf begonnen, sondern einen reinen Notenwettlauf nach oben. Geschönte Noten, damit die Quote stimmt. Was wird aus den Inhalten? Macht Schule überhaupt noch fit für Ausbildung und Studium? An der Universität Frankfurt treffen wir Lehrerverbandschef Josef Kraus. Er hat festgestellt, aus Lehrplänen werden viel zu oft Lehrpläne mit Doppel-E. Für uns hat er sich als Beispiel mal den Grundwortschatz von Grundschülern rausgepickt. Haben Sie denn Beispiele? Also hier haben wir den Grundwortschatz des Jahres 1981. Eng beschriebene Listen. Hier haben wir das Ganze aus dem Jahr 2000. Schon reduziert um etwa 20%. Und hier aus dem Jahr 2016 nochmal um etwa 20% reduziert. Grundwortschatz am Ende der 4. Klasse. Warum hat man die Inhalte so drastisch nach unten gesenkt? Die Politik ist ein bisschen beschwipst von Quoten. Und sie sonnt sich gerne und klopft sich selbst gerne auf die Schultern. Ja, wir haben jetzt die Quote an Abiturienten, an Akademikern, an Studierenden und so weiter gesteigert. Diese Quotensteigerung kriegt man nur hin durch Absenkung des Anspruchsniveaus. Wenn PISA eine so große Wirkung hat, wie sehen die Tests aus? Am Humboldt-Gymnasium in Potsdam wird Zusammenarbeit großgeschrieben. Mit Schülern, Lehrern und Eltern starten wir ein Experiment. Gemeinsam sollen sie PISA-Aufgaben lösen. Auf Vergleichstests wie PISA kann man sich kaum vorbereiten, denn die Fragen sind ein streng gehütetes Geheimnis. Wir legen die Fragen vor, die nach dem Test im Internet veröffentlicht wurden. Es geht um die Themen Vogelzug und Meteoriten. Einige Aufgaben sind absurd einfach, wie diese: Ordne die Krater nach der Größe. Andere sind textlich völlig verwirrend. Welche Auswirkungen hat die Atmosphäre eines Planeten auf die Anzahl der Krater auf der Oberfläche eines Planeten? Oh Gott. Ja, nee,
Partys. Aber Sie sind doch Lehrer, Sie müssen es doch eigentlich wissen. Oder? Das beunruhigt mich auch, ja. Es wird eigentlich die logische Denkfähigkeit geprüft. Das war nicht schwer. Also wir haben überlegt, wo man sowas eigentlich lernt. Das ist überhaupt nicht erklärt. Ich soll mich auf einen Text beziehen, in dem überhaupt nichts drin steht dazu. Die Aufgaben hier, die kann man aus der Allgemeinbildung lösen. Zu ungenau von der Fragestellung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass ich da zu 100% durch bin. Das Experiment zeigt, selbst Lehrer und studierte Eltern können die Aufgaben für die Neuntklässler nicht zu 100% lösen, finden sie zu konstruiert, realitätsfern und schlecht formuliert. Und dennoch hat dieser Test es geschafft, unser Schulsystem auf den Kopf zu stellen. Warum also hat PISA so viel Bedeutung, sogar weltweit? Wer steckt dahinter? Das wollen wir in Paris erfahren. In einem schicken Schloss hat die Organisation ihren Hauptsitz, die sich PISA ausgedacht hat, die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die sich weltweit für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand einsetzt. Warum kümmert sich ausgerechnet diese Organisation um Bildung? In Publikationen lesen wir, was die OECD erreichen will, eine gut funktionierende Gesellschaft. Wir haben einen Termin mit Andreas Schleicher. Er leitet die Bildungsabteilung der OECD. Sein Name taucht außerdem auf den Internetseiten eines globalen Verlagshauses auf, bei Pearson. Dort wird er als Mitglied eines Advisory Panels geführt, als eine Art wissenschaftlicher Beirat. Interessant, denn Pearson entwickelt die PISA-Studien und verkauft Nachhilfeprodukte. Eigentlich ist die OECD ja eine Wirtschaftsorganisation. Wie passt da das Thema Bildung rein? Dass die OECD einen wirtschaftlichen Rahmen hat, hat eigentlich damit relativ wenig zu tun. Also das hat kein Wirtschaftsminister oder kein Ökonom irgendwelchen Einfluss auf die Gestaltung der PISA-Konzeption. Das ist alleine eine Frage der Bildungsministerien. Die OECD zeichnet sich aber durch die Stärke aus, überhaupt empirische Maßstäbe zu entwickeln. Das war ganz wichtig. Und das ist im Grunde eine Stärke der OECD, überhaupt einen Rahmen für Vergleiche und Analysen zu schaffen. Also es gibt ja tatsächlich Unternehmen, die, das liegt in der Natur der Sache, an PISA auch verdient haben. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der an PISA verdient hat. Jetzt macht aber Pearson Werbung, dass sie 2018 wieder ausgewählt wurden, PISA durchzuführen. Sie sitzen ja auch im Advisory Board von Pearson. Nee, ich bin in keinem Advisory Board. Sie sind in keinem Pearson Advisory Board? War ich auch nie. Und warum stehen Sie dann auf der Internetseite drauf? Das zeigen Sie mir mal. Tun wir. Danach wird's einsilbig. Mein Name wird sehr viel verwendet, aber das ist... Also es fließt kein Geld? Ganz sicher nicht. Das Verlagshaus bestätigt uns auf Nachfrage, Schleicher hat Pearson beraten, allerdings nicht in seiner Rolle bei der OECD. Geld sei keines geflossen. Man werde die Homepage jetzt ändern. Und doch beschäftigen uns die Verbindungen zwischen Wirtschaft und Bildung weiter. In Wuppertal forscht seit vielen Jahren der Pädagogikprofessor Jochen Krautz über den Zusammenhang von Ökonomie und Bildung. Wenn man vordergründig schaut, klingt das alles sehr menschenfreundlich. Schaut man etwas tiefer in die Papiere, die es gibt schon seit langem, dann steht da sehr eindeutig, dass es darum geht, Anpassungsbereitschaft zu erzeugen für globale Ökonomie und Globalisierung. Das heißt, Bildung soll nach Kriterien funktionieren, die eigentlich mit Marktlogik zu tun haben, mit Wettbewerb, mit Konkurrenz. Das widerspricht als Ziel allem, was in unseren Verfassungen und Richtlinien zugrunde gelegt ist, nämlich Selbstständigkeit, Mündigkeit, Kritikfähigkeit, menschliches Verantwortungsgefühl. Wer profitiert denn von dieser sehr ökonomisierten Ausrichtung von Bildung? Wir haben einen boomenden Nachhilfemarkt. Wir haben einen boomenden Markt des Verlagswesens, die mit entsprechenden Lehrmitteln und Lernhilfen große Umsätze machen. Und wir haben ein zunehmendes Privatschulwesen. Und wir haben aber dann auch große Player, kann man sagen, die an diesem Markt tatsächlich verdienen. Ein Beispiel ist der Bertelsmann-Konzern, der interessanterweise, ich habe das mal mitgebracht, als eins seiner drei Geschäftsfelder oder als Geschäftsfeld im Bildungssektor, eben E-Learning, Hochschulen und Dienstleistungen, ein Umsatzziel von
1 Milliarde Euro ausgibt. Bildung als boomender Wirtschaftszweig. Dass der Bertelsmann-Konzern mit Bildung Geld verdient, ist sein gutes Recht. Hauptaktionär sind mit über 80% die zu Bertelsmann gehörenden Stiftungen. Wir treffen Jörg Dräger, einen der Stiftungsvorstände. Seit Pisa berät die Stiftung verstärkt Schulen, Lehrer und Bildungspolitiker, teilweise bezahlt aus Steuertöpfen. Wie eng arbeiten Sie dabei mit dem Konzern zusammen? Warum engagiert sich denn die Bertelsmann-Stiftung so sehr im Bereich Schule und Bildung? Weil Schule und Bildung wirklich die zentralen Hebel für mehr Teilhabe und mehr Chancengerechtigkeit in unserer Gesellschaft sind. Also die Arbeit der Bertelsmann-Stiftung im Bereich Bildung, die ist völlig losgelöst von wirtschaftlichen Interessen? Sie hat eine völlig andere Zielsetzung. Aber trotzdem sagt der Mutterkonzern Bertelsmann, dass Bildung jetzt das nächste Wachstumselement ist, mit dem 1 Milliarde Umsatz erzielt werden soll. Also nochmal, die Stiftung konzentriert sich auf ein völlig anderes Segment, regional, inhaltlich, vom Ziel her, als zu meinem Wissen, was der Konzern tut. Zusammengefasst, die Stiftung bekommt Mittel für Studien und Seminare. Der Konzern verdient am Verkauf von Bildungsprodukten, beides unter der Dachmarke Bertelsmann. Keinen Hehl aus der Verknüpfung zwischen Bildung und Wirtschaft macht man im PISA-Siegerland Singapur. Bildung als Markt, Funktionieren für die Wirtschaft, hier ist das auf die Spitze getrieben. Schon am Flughafen riesige Werbetafeln für kommerzielle Vorschulkurse mit lachenden Kindern. Doch es scheint, als würden sich auch hier nicht alle Kinder rundum wohlfühlen. Das Land kämpft mit steigenden Selbstmordraten verzweifelter Jugendlicher. Für Bildung wird in Singapur viel Geld ausgegeben. Selbst in einfachen Wohnblocks sind Nachhilfeinstitute allgegenwärtig. Ein Riesengeschäft. Auf einem Spielplatz treffen wir Dominik Becker mit Frau und Sohn sowie Tessa mit Mutter Silvia. Welche Schullaufbahn für Sohn Benedikt? Das diskutiert das deutsch-singapurianische Paar schon seit der Schwangerschaft. Mein Sohn ist 16 Monate alt und der Leistungsdruck, der beginnt de facto jetzt. Also mit 1,5? Mit 1,5. Also meine Frau wird regelmäßig von Freunden gefragt, warum unser Sohn noch nicht in sogenannte Enrichment Classes geht. Das heißt, da gehen wirklich die Kinder mit 1,5 in eine Art Kinderschule? Ja. Und warum machen die Eltern das? Damit die mithalten können. Ja, definitiv. Ja, damit sie nicht hängen bleiben. Ja. Und dafür bezahlt man dann? Viel Geld. Das ist eine eigene Industrie, würde ich schon fast sagen, in Singapur. Wie sieht Schule aus in einem Land, in dem Bildungserfolg über allem steht? Die Greendale Secondary School im Norden von Singapur. In Reih und Glied sitzen 1400 Schüler beim Begrüßungsappell auf dem Hof. Disziplin und Fleiß lohnen sich. Heute werden die erfolgreichsten Leser der Schule öffentlich ausgezeichnet. Asiatische Schulen stehen unter dem Ruf, Kinder zu drillen. Ist das hier auch so? Wettbewerb sehen wir als eine Möglichkeit, die Schüler zu motivieren. Aber es ist nicht die einzige. Was wir noch gerne erreichen wollen, ein größeres Selbstvertrauen aufbauen und eine Gemeinschaft. Selbstvertrauen und Gemeinschaft stärken. Selbst das PISA-Musterland hat dazugelernt. Vielleicht auch wegen der hohen Selbstmordrate. Jedenfalls wirken die Kinder entspannter als erwartet. Und dann zeigen sie uns, was sie hier unter Lernen fürs Leben verstehen. Zelt aufbauen im Dunkeln. Könnte ja sein, dass man das einmal braucht. Sie lernen neben den praktischen Dingen wie Zelt aufbauen auch noch Soft Skills wie Kommunikation, Teamwork und so. Es geht nicht nur um das, was man da draußen braucht, sondern auch um Gruppendynamik. Spaß beim Lernen rein, Druck raus. Selbst der PISA-Sieger setzt Akzente gegen Ökonomisierung und Leistungsdruck. Zurück in Deutschland. Immer mehr Experten fordern, der PISA-Kurs muss sich verändern. Und was sagen die Verantwortlichen dazu? Zuständig ist die Kultusministerkonferenz in Berlin. Die Präsidentin ist kurzfristig verhindert. Wir treffen Generalsekretär Udo Michalik.
Die Reformen nach dem ersten PISA-Test von 2000, 2001 haben das deutsche Schulsystem schon an manchen Stellen ja ziemlich umgekrempelt. War das ein guter Schritt? Es war ein ausgezeichneter Schritt. Bildung ist im Großen und Ganzen nachvollziehbarer geworden. Das, was viele fordern in Deutschland, Bildung mehr einheitlicher zu gestalten, zu harmonisieren, haben wir mit den Bildungsstandards erreicht. Jetzt gibt es viele Kritiker, die sagen, raus aus PISA, wir hören auf damit. Was sagen Sie dazu? Sage ich nein, weil es schon gut ist, wenn wir einen regelmäßigen internationalen Kalibrierungsprozess sozusagen vorfinden, dass wir uns verorten können, um zu sehen, wo stehen wir. Wir können ganz zufrieden sein, weil wir im europäischen Maßstab dort sehr gut dastehen. Also bleiben wir bei PISA? Ja. Die Politik ist weiter überzeugt vom PISA-Konzept. Doch damit steht sie zunehmend alleine da. Wir treffen einen, der von Anfang an bei PISA dabei war, Eckhard Klime. Der Bildungsforscher kennt den Test wohl besser als jeder andere Deutsche. Selbst er fordert ein Umdenken bei der Interpretation der Tests. Ich glaube, wir haben PISA eine zu große Rolle zugesprochen, lange Zeit, für unsere Bildungspolitik, weil sich jede Institution darauf berufen hat. Und das war falsch, weil PISA nichts anderes ist als eine Untersuchung, die halt alle drei Jahre durchgeführt wird. Was könnten wir denn aus den Fehlern jetzt lernen, die nach PISA gemacht wurden? Ich glaube, wir könnten in Deutschland, und das wissen wir schon seit der ersten PISA-Runde, wir könnten ein bisschen weniger Leistungsdruck produzieren und ein bisschen gelassener und wohlwollender uns bemühen, die Schüler und Schülerinnen kognitiv und sozial voranzubringen. Gelassenheit im Schulalltag, trotz Vergleichstests. In Potsdam am Humboldt-Gymnasium gelingt das seit Jahren sehr gut. Die Schule hat den Schulpreis 2016 bekommen. Das ideelle Herzstück, die Schulvollversammlung. Viermal im Jahr sitzen Schüler, Lehrer und Eltern zusammen, um gemeinsam den Kurs der Schule zu bestimmen. Selbstvertrauen stärken, Persönlichkeiten reifen lassen und gemeinsame Projekte ins Leben rufen. Darauf legt die Schule ebenso viel Wert wie auf Mathe und Geschichte. Ich glaube, was wir besonders gut können, ist im Team zusammenarbeiten und auch gleichzeitig dabei berücksichtigen, was die einzelnen Leute bei uns an der Schule für Interessen haben und auch ja, für Fähigkeiten. Wenn es Probleme gibt oder Herausforderungen, dass wir miteinander reden und dass wir zusammen eine Lösung finden. Obwohl oder gerade weil sich Zeit für Schulklima und Projekte genommen wird, erzielen die Schüler auch im Unterricht Spitzenergebnisse. Eigenständiges Lernen fällt leichter, wenn das Fundament stimmt. Ich denke schon, dass das A und O ist, eine gute Schulgemeinschaft zu haben und ein gutes Schulklima. Und in allen Bereichen sehen wir das an der Schule, dass das also nicht nur was mit Fachunterricht zu tun hat, sondern das hat was mit Problemlösen zu tun, das hat was mit Demokratielernen zu tun. Also wenn man ihnen ermöglicht, Dinge auszuleben, die für die Gemeinschaft gut sind, die für den Einzelnen in der Entwicklung gut sind, dann wird man immer wieder in Erstaunen versetzt, was so für ein Potenzial bei den Kindern ist. Wir brauchen Schulen, die Türen öffnen, unsere Kinder schlau und stark machen. Dazu müssen wir die Vergleichstests nicht abschaffen, sondern konstruktivere Schlüsse daraus ziehen. Weg von Wettbewerb und Leistungsdruck, hin zu Fördern und Fordern eines jeden Kindes. Das würde ihn wieder gerade biegen, den schiefen Plan von PISA. Viel zu sehen, wenn man nicht vergisst, was man leise ist.